This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. K wie Kirche. Laudes. Das Morgengebet. Einen gesegneten Mittwochmorgen. Wir haben den 18. September. Ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber der Stadtkirche Recklinghausen. Steigen wir ein mit einem Hymnus. Deine Gnade legt sich auf alle Wege, dein Licht tanzt in allen Seelen, deine Liebe berührt alle Herzen, dein Atem beflügelt alle Schritte. Deine Wolken schenken allen Leben, dein Regen wäscht alle Schatten hell. Über alle Wege ist Heimat, über alle Seelen ist Ewigkeit, über alle Herzen ist Liebe. Über alle Schritte ist Segen, über alle Leben ist Licht, über alle Schatten ist Himmel, über allem Anfang und Ende bist du. O Gott, ich danke dir, dass du zu allen so wunderbar bist. Ein Hymnus von Michael Lehmler. Psalm 103, die Verse 8 bis 16. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. Er wird nicht immer zürnen, nicht immer im Groll verharren. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten. So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld von uns. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, was wir für Gebilde sind, er denkt daran, wir sind nur Staub. Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin, der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt, und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, barmherziger Gott, dass du uns nicht nach unserem Versagen bemisst. Erweise uns deine Huld und hilf uns, umzukehren zu dir. Amen.
Die Lesung kommt heute aus dem dritten Römerbrief. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, Sühne wirksam durch Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden. Wort des lebendigen Gottes. Wir beten gemeinsam das Benediktus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Gepriesen sei unser Gott, unser Leben und unsere Hoffnung. Zu ihm lasst uns rufen. Lass uns deinem Geheimnis in unserem täglichen Leben auf die Spur kommen und durchwirke uns mit deiner Gegenwart. Öffne unsere Augen für deine Fingerzeige und lass uns auf deinen Ruf in den Armen und Benachteiligten hören. Sei in unserer Mitte, wenn wir uns in deinem Namen versammeln, und führe die Deinen in Eintracht zusammen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Lasst uns um den Segen Gottes bitten. Herr, gedenke deines heiligen Bundes, den das Blut des Lammes neu besiegelt hat. Schenke deinem Volk die Vergebung der Sünden und mehre sein Heil Tag für Tag bis zur Vollendung der Erlösung. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Keyboard, Magazin und Töne der Stadtkirche Recklinghausen. Grüß euch, ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber der Stadt Recklinghausen. Keyboard, das ist euer neues Magazin mit News und Tönen aus der Stadtkirche. Die Propsteipfarrei St. Peter, die Pfarrei Liebfrauen, die Pfarrei St. Antonius. Die haben eine Menge zu bieten an Terminen, News und Tipps und die finden hier ab sofort ihren Platz. Nicht nur die Kirchengemeinden kommen bei uns zu Wort. Nein, in den Reportagen, Interviews und News gibt es natürlich auch die Vereine, Verbände, Einrichtungen, Organisationen der katholischen Kirche hier bei uns in der Stadt. Keyboard entsteht im Rahmen meiner Ausbildung zum Diakon als sogenanntes Praxisprojekt. Ich freue mich, wenn ihr uns hört und uns weiterempfehlt. Also, wir hören uns bei Keyboard, dem neuen kirchlichen Magazin der katholischen Kirchen in Recklinghausen.